Moin moin und hallo Leute, ich bin's Fresh G und ich möchte euch heute mal wieder Informationen geben, und zwar heute geht's ums Thema Origin. Ja, das merkt ihr wahrscheinlich auch schon daran, dass ich etwas ernster rede als sonst. Ich möchte gar nicht so meine eigene Meinung drüber sagen, weil ich denke, das haben schon genügend Leute jetzt auf YouTube gemacht, und ja, solange ihr das nicht direkt von mir verlangt, dann werde ich das auch nicht machen, weil eigentlich ist schon alles gesagt worden und ich finde, nur mal so nebenbei, dass viele sich viel zu sehr auf Origin konzentrieren und das total auf Battlefield 3 abfärbt und ja, viele halt meinen, dass Battlefield 3 schlecht ist. Dabei meinen sie in Wirklichkeit Origin. Aber das sei es auch schon von mir. Ich möchte euch mal vorlesen, welche Stellungnahme Olaf Koenen, der Geschäftsführer von EA Deutschland, gerade eben dazu gegeben hat. Und ja, ich zitiere das einfach alles komplett. Ich lese das vor, ich habe nichts an dem Text verändert. So, dann fangen wir mal an. Was ist dran am Spyware-Vorwurf? Liebe Kunden und Battlefield-Fans, nachdem ich gestern die aktualisierten Lizenzvereinbarungen vorgestellt habe, die mehr Klarheit schaffen, möchte ich heute auf einen vermeintlichen Aspekt von Origin eingehen, den die Community nach wie vor heiß diskutiert. Ist Origin Spyware und spielt die PCs unserer Kunden aus? Natürlich ist Origin keine Spyware und installiert auch keinerlei Spyware auf den PCs der Nutzer. Damit Origin Spiele und Patches auf Rechnern installieren kann, ändert es die Zugriffsrechte auf dem jeweiligen PC. Das führt dazu, dass Windows, nicht etwa Origin, auf alle Dateien in einem Verzeichnis zugreift. Ein Vorgang, der leicht wie ein Scan wirken kann. Dabei handelt es sich allerdings um eine gewöhnliche Windows-Funktion und nicht um einen Prozess zur Datenerfassung. Dabei scannt Origin selbst nicht das Verzeichnis und auf Informationen wird weder zugegriffen, noch werden sie von der Software gesammelt oder gespeichert. Wir sind uns allerdings bewusst, dass dieser Vorgang zu Verunsicherungen bei unseren Kunden geführt hat und werden unsere Software in künftigen Versionen entsprechend aktualisieren, um unnötige Abläufe auszuschließen. Ihr Olaf Koenen, Geschäftsführer von EA Deutschland. Und dann hat er noch darunter weitere Informationen zu EA Origin geschrieben. Weitere technische Hintergrundinformationen. Als Teil des Installationsprozesses eines Spiels wird Origin mit Administratorrechten ausgeführt, sodass es einen Zugriffsrechtänderung auf verschiedene Verzeichnisse anwenden kann, die notwendig sind, um Spiele zu installieren, die dann auf dem PC genutzt werden können. Dies ist notwendig, um Origin, Spiele und Patches für alle Nutzer des PCs zu installieren. Als Konsequenz daraus, wie das Windows-Betriebssystemverzeichnis Zugriffsrechte ändert, greift Windows intern auf jede Datei in dem jeweiligen Verzeichnis zu, was wie ein Scan anmutet. Der Installer, den wir nutzen, macht etwas Vergleichbares für ein temporäres Verzeichnis und jede Software, die den gleichen Installertyp nutzt, verhält sich genauso. Währenddessen greift Origin weder auf Informationen zu, noch werden sie dabei gesammelt oder gespeichert. Auch werden keinerlei Informationen an Dritte weitergegeben, noch für Dritte zugänglich gemacht. Wir sind dabei, unsere Software zu überprüfen, um den Rahmen der Zugriffsrechtänderungen einzugrenzen. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt klar genug rüberbringen. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gelesen und mich nicht zu oft verlesen. Und ja, es ist natürlich fragwürdig, ob das jetzt Augenwischerei ist. EA ist ein großes Unternehmen und sowas wie Origin dürfen sie sich eigentlich nicht erlauben lassen, in meinen Augen. Aber ich denke, ihr habt euch auch schon eure eigene Meinung drüber gemacht. Und ja, schreibt mir einfach mal in den Kommentaren, nicht weil ich kommentargeil bin, sondern weil mich das wirklich interessiert. Was haltet ihr jetzt von diesem Feedback von diesem Olaf Koenen? Ja, glaubt ihr, dass es Augenwischerei? Glaubt ihr, dass das wirklich alles ein Missverständnis war? Und ja, was haltet ihr jetzt davon, dass er sich zu der Community gewandt hat und alles nochmal erklärt hat? Und ja, im Grunde genommen,
Echt oder Fake? Was meint ihr? Jo, und das war's auch von mir. Habt einen guten Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.